Weiter geht es mit einer neuen, eingeweide, zerfetzenden Folge Dying Light. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte eingeweide, zerreißende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Euer Support ist mir wichtig. Gerne eine kleine Bewertung da lassen. Vielleicht heute eine Doppelfolge. Es liegt bei euch. Und wir looten hier noch ganz schnell die ganzen Päckchen weg. Ja, so ein paar kleine Päckchen mit Kippen drin. Braucht man, nicht wahr, Jade? Jade steht auf Männer, die Kippen haben. Okay, dann hole ich hier mal den großen Hammer raus. Küss meinen großen Hammer, Jade. Okay, wir machen weiter, sorry. Jade, bist du verletzt? Du wurdest doch nicht gebissen, oder? Alles gut, alles okay. Muss nur mal durchschnaufen. Nichts ist okay für Jade. Sie wurde bereits vor ein paar Stunden durch einen Biss infiziert. Warum sie das wohl nicht erwähnt hat? Ein Beißer am Bein. Das braucht dich nicht zu kümmern. Und wieder stehst du vor einer Wahl, Crane. Dein lieber Skorpion wird bald mutieren. Und du auch. Wer bekommt das Antizin? Wer wird mit dem Leben davonkommen? Du entscheidest. Jade, hier. Nimm das. Nein! Oh, mach schon. Ich hab noch genügend in mir. Du brauchst es viel dringender als ich. Crane, du musst mir eine Sache versprechen. Wenn der Moment kommt, bist du es, der mich erledigt. Was? Nein, ich... Versprich es! Jade, ich kann nicht... Jetzt nimm schon die Spritze und... Ich bin Held. Jade? Crane, kannst du mich hören? Jade, wo bist du? Jade! Oh nein, jetzt macht sie irgendwelche Spielchen mit mir. Du musst mir zuhören, Crane. Jetzt nimm es schon. Jade! Crane, kannst du mich hören? Ja, kann ich. Was willst du? Rede. Ich bin dabei zu sterben, also... Jade? Was zur... Alter, bin ich auf irgendeinem Trip oder so? Okay, Moment, ich bin im selben Raum wie davor. Aber hier geht's nicht durch. Du musst mir zuhören, Crane. Ich muss dir zuhören und mit deinem Gelaber gibst du mir Hinweise, oder wie? Komm schon, Jade. Muss es sein? Nimm doch einfach das Antizin. Aber wie Rais uns auch wieder nicht tötet. Nicht jeder hätte so selbstlos auf das Antizin verzichtet. Oh, jetzt kommt die Sequenz. Stimmt, ich erinnere mich. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Zu spät für mich. Jetzt kommt natürlich der Far Cry Drogentrip. Ich finde, die haben sich ein bisschen von Far Cry Spielen inspirieren lassen. Wer ist das da unten? Irgendein Junge. Ist nicht böse gemeint, aber ich persönlich merke es. Ich finde auch, dass Rais so ein typischer Far Cry Konzept-Schurke ist. Ja, und jetzt... Wahrscheinlich hier hochklettern. Jade? Wow. Und ich falle nach unten. Top. Cool. Gibt es Abzüge? Oh, Gott sei Dank nicht. Wir können auch nicht wirklich sprinten. Okay, wir gehen mal hier lang. Aber hier kann ich auch drauf, oder? Ja, die Platten hier sind stabil. Eine Zeit lang gab ich dir die Schuld an Amirs Tod. Ich wollte dich umbringen. Warum war das meine Schuld? Aber es war ein dummer Junge. Mir klar, dass Amirs Zeit gekommen war. Naja, seine Zeit ist nicht unbedingt gekommen, also... Wow. Er war ein junger Mann. Hätte noch lange, lange leben können.
Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Zombie, lauf! Ich spüre meine Beine nicht mehr. Heilige Scheiße. Waren das unser eben gerade die Kinder vom Anfang? Crane. Da ist nichts dran zu rütteln. Ja, das ist eine Half-Life-Anspielung. Jetzt weiß ich's wieder. Oh, guck mal hier, Zombie-Schule. Nur habt ihr Unterricht. Echt mies. Was lernt ihr hier? Ui. Fortgeschrittene Mathematik und Physik. Ey, das Springen, wenn du nicht sprinten kannst, ist so nervig. Aber da müsste ich doch eigentlich rüberkommen. Komm schon. Boah, ganz knapp. Ganz knapp. Wir werden geboren und am Ende sterben wir. Es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Oh mein Gott! Okay, aber wenn man sich irgendwie solche Gedanken macht, dann... weiß nicht, ist das Leben extrem deprimierend. Wir kommen auf die Welt, haben hier eine ganz gute Zeit, wenn wir Glück haben, und dann sterben wir. Da waren Kinder drin! Nicht jetzt! Bitte nicht jetzt! Das Einzige, was uns bleibt, ist, der Zeit dazwischen eine Bedeutung zu geben. Ja, ist halt eben nun mal so. Gott sei Dank denkt man darüber nicht jeden Tag nach, ne? Okay. Crane, retten Sie die Leute. Sie haben das alles nicht verdient. Nicht jetzt! Bitte nicht jetzt! Amirs Leben hatte Bedeutung. Rahims Leben hatte Bedeutung. Und nun sind beide fort. Tja, die beiden. Wenn ich mich opfern muss, damit hier alle gerettet werden können, dann will ich es tun. Haben mir sozusagen geholfen. Ihre Bedeutung war es, mir in die Karten zu spielen. Nicht schon wieder! Die Verwandlung in Zombie scheint ziemlich mies zu sein. Aber wenn das hier eine Verwandlung ist, in Zombie, der Prozess, es hat ja so ein bisschen was davon, seine letzten Atemzüge, seine letzten Augenblicke, bevor man von dieser Erde für immer verschwindet. Also stirbt man. Ein Zombie ist wirklich jemand, der gestorben ist. Da ist nichts mehr von dir persönlich übrig. Ich glaube, auch jemand, der einmal zum Zombie wurde, den kannst du nicht retten. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man sagen kann, okay... Man könnte ihn zurückverwandeln. Die Ärzte dachten, ich würde sterben. Aber ich kämpfte, gab nicht auf, kämpfte und machte immer weiter und weiter. Ich wurde ein Champion, wurde der Skorpion. Ich habe meinem Leben Bedeutung gegeben. Schön. Nun ist meine Zeit gekommen, Crane. Du kannst mich nicht retten. What? Lass mich dich retten. Ey, ich hab das Seil nicht gesehen. Mach die Tür auf! Oh, nein. No! Nein, bring mich nicht dazu! Crane, du musst es tun! Oh nein! Oh Gott, Jade, ich... Es tut mir... Ich wollte das nicht tun! Einer von uns muss überleben, Kyle. Erinnere dich an dein Versprechen. Und wieder hast du die Entscheidung nicht selbst gefällt. Enttäuschend, Crane. Du und du. Geht rein und erledigt die beiden.
Naja, streng genommen habe ich die Entscheidung getroffen, oder? Die natürliche Ordnung der Dinge. Töten oder getötet werden. Fressen oder gefressen werden. Das Gott. Oh, ich habe wieder alles verloren. Och, lecko mio. Nichts, was du tust, wird einen Unterschied. Schnauze da hier. Ja, hörst du auf? Es ist zu spät. Bleib da drüben in deiner Ecke. Bleib in deiner dämlichen Kammer. Deine Welt ist dabei zusammenzubrechen. Wow, der macht... Alter, macht dir übelst Schaden. Und du kannst nichts tun, um es zu verhindern. Du kannst nicht gewinnen! Warum verstehst du das nicht? Alter, selbst ein Tritt ist ja richtig mies. Ich nicht getroffen habe. Wo ist Reis hin? Das wirst du niemals erfahren, Junge. Sag mir, wo er hin ist. Es ist nicht an dir, Reis herauszufordern. Reis. Er heißt Reis. Reis, nicht Reis. Wenn er dich will, dann wird er dich finden. Wenn Reis dich will, dann wird er dich finden. Er heißt Reis. Wie ich sehe, bereiten solche Worte dir Schmerzen, Crane. Weißt du, was mir Schmerzen bereitet? Deine Mom. Die war so hässlich. Es war echt eine Überwindung, sie zu nudeln. Zeit zu sterben, Kleiner. Oder wie hier jeder Dodge-Meister ist. Mal die Waffe hier drüben. Ich bestimme, wann es vorbei ist. Wow. Ey, der haut mich weg. Hier bin ich. Komm schon. Der haut mich weg. Das Problem ist, jedes Mal, wenn du stirbst, wird er wieder ein bisschen mehr geheilt. Okay, wieder was? So ein Dude. Du gibst schon auf? Wow, 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 was war das? Nichts mehr in Lebensenergie. Ich muss wenigstens die Dudes hier noch bezwingen. Alles klar. Was? Hat er abgewehrt? Als ob. No, 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 noch ein Hieb. Noch ein Hieb. Was? Was ist das denn für ein Panzer? Ja. Und was ist das? Dafür ist Jade also gestorben. Für dieses armselige Ding. Reis hat sie wohl fallen lassen, als er in Deckung gegangen ist. Oh Mist, das sind nur die Gewebeproben. Wo ist das andere Paket? Fahr zur Hölle, Crane. Autsch, Tahir. Du siehst ja ziemlich mitgenommen aus. Von solchen Wunden erholt man sich für gewöhnlich nicht. Dann bring es zu Ende. Nein, nein. Ich sollte dich leiden lassen, so wie du es verdienst. Ja? Warum tust du es nicht? Weil man bei Typen wie dir auf Nummer sicher gehen muss.
Troy, hier ist Crane. Crane? Du lebst. Fantastisch. Troy, Jade. Jade ist tot. Oh nein. Das tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Crane. Was ist passiert? Sie hat mein Leben gerettet. Sie starb. Für mich. Crane, du musst den Luftschlag verhindern. Jade hat sich geopfert, damit du die Mission zu Ende bringen kannst. Ist Zevi da? Hat er einen Weg gefunden, den Funkverkehr wiederherzustellen? Ja, hat er. Aber um den Plan umzusetzen, muss ich dir den Verstärker geben, den Zevi benutzt hat, um das Störsignal zu unterbrechen. Komm zur Sicherheitszone auf halbem Weg zu dem Funkmast, an dem du den Verstärker anbringen musst. Bin schon auf dem Weg. Ja, Jade ist leider Geschichte. Oh, nee, du Jungs. Du hast gerade einen großen Fehler gemacht. Hab jetzt keinen Nerv dafür. Billo-Waffen hier. Braucht natürlich kein Mensch. What? Da hier ist Waffe. Ist eine orangene Waffe, ne? Sie macht nur 321. What? Okay, wie lame ist das bitteschön? Das macht eigentlich die Spaßbremse. 2000 ist auch nicht so wahnsinnig viel. So, und dann nehme ich mir natürlich noch hier... Och nö, ist meine Knarre weg? Oder ist die oben bei Orange? Oh, guck mal, hier sogar bei den Pistolen gibt es Unterschiede. Ja, klar, Polizeigewehr ist simply the best. Oh, es kann weg. 1000 ist gar nicht mal so wack, muss man fairerweise sagen. Ist gar nicht mal so wack. Trotzdem machen wir Katana noch mit rein und Gewehr. Was eigentlich mit der Ampulle, die wir noch hatten? Wir hatten nur noch eine Ampulle. Dr. Kenton, Crane hier. Hören Sie mich. Crane, ah ja, wie kommen Sie voran? Haben Sie Jade gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe die Gewebeproben. Sobald ich eine dringende Sache erledigt habe, bringe ich sie zu Ihnen. Gut, Crane. Vergessen Sie aber nicht, dass Eile geboten ist. Was ich vorhabe, wird uns mehr Zeit verschaffen. Bis dann. Oh Mann, ich habe den Wurfhaken nicht dabei. Stimmt, den muss ja auch mitnehmen. Und auch meine Böllerlies habe ich jetzt nicht dabei. Das ist nicht gut. Warum wird hier eigentlich immer gekämpft? Das ist immer so ein Platz, wo immer Krieg ist. Absoluter Kriegsplatz hier. Dann müssen wir hier nach oben. Schauen wir mal, dass wir hier hochklettern. Okay, hier geht's nirgends wohin. Nice. Wow, wow, wow. Komm ich denn hier am besten hoch? Okay, hier. Weil da oben kann ich mir schon mal meine Ausrüstung snackedudeln. Na komm. Jetzt lass mich doch schon hoch. Okay. Gibt's hier noch irgendeine Mission? Eine gibt's hier noch sogar. Nicht bei dir, oder? Nee. Wer hat denn hier noch eine Mission? Ach du! Crane, gut, dich wiederzusehen. Gut, dich heil wiederzusehen. Halt dich von Ärger fern. Ich werd's versuchen. Ach, Michael hat überlebt. Okay, das ist ganz, ganz nice, dass er den Kram hier überlebt hat. Gibt's noch ein bisschen Geld? So, aber wo ist denn hier ein Ort, wo ich looten kann? Brauchst du was kann. Neues? Hier drüben. Ich brauche, mein Freund, sehr dringend. So, jetzt habe ich wieder alles. Aber ich habe noch nicht meine... Okay, warte. Die bleiben hier drin. Zwillingsphantom. Hier. Wurfhaken.
Alter, ich habe noch 8 von den Curtis. Ich brauche neue Curtis. Das Beste, was du kriegen kannst. Original Curti-Bomben. Museum. So, wir schauen aber mal ganz kurz auf die Karte. Was gibt es hier noch für Nebenmissionen? Dann können wir nämlich die noch mitnehmen. Und wir müssen eigentlich die Tolgan-Mission machen. Aber ich glaube, später kommen wir da eh so oder so hin. Gehen wir mal zu Troy rüber. Wir müssen ja noch zu Dr. Campton. Das steht ja auch noch auf der großen To-Do-Liste. Ja, ohne Wurfhaken hier durch die Gegend rennen, sehr, sehr unangenehm. Mit Wurfhaken natürlich extrem lässig. So, wir haben jetzt ein großes Problem, denn der alte Reis, der alte Wildreis, der macht die Bomben ready. Und wenn hier alles genukt wird, dann war's es für uns. Dann ist auch für uns Ende. War eigentlich irgendwie auch noch eine Mission? Oh, jetzt falle ich wieder irgendwo runter. Nice. Oh, der Hund träumt wieder und macht voll die Geräusche im Hintergrund. Dass der immer alles zusammenträumt. Würde ich gerne mal wissen. Wäre ich sehr, sehr neugierig. Sicherheitszone. Troy? Crane. Hier. Wie hier? Und? Was muss ich tun? Installiere diesen Verstärker am höchsten Punkt in der Stadt. Das erhöht unsere Chancen, das Signal durchdringen zu können. Lass mich raten. Ich muss auf den riesigen Funkmast am Stadtrand klettern. Der kürzeste Weg ist durch die Kanalisation. Kontaktiere Savvy, sobald du wieder ans Tageslicht kommst. Er wird dir helfen. Sobald der Verstärker installiert ist, stell dein Funkgerät auf die richtige Frequenz ein, sodass dich jeder hören kann. Hoffen wir, dass es klappt. Ganz schön gewagt, was wir hier vorhaben. Ich würde ganz gerne noch rüber zu Spike Pakete abgeben, denn wir haben wieder super mega viele. Oder warte mal. Ist hier nicht... Hä? Achso, das war hier drüben. Ich dachte schon, die hätten die Station verloren. Das wäre auch cool, wenn man Sachen wirklich verlieren könnte. Irgendjemand hat vergessen, das Tor zu schließen. Bumm. Die Menschen wurden überrannt. Alle tot. Das würde der ganzen Sache hier sehr viel Tiefe und Dramatik geben. Und nochmal zu Spike und seinen Boys, weil eigentlich gibt es noch ein paar coole Missionen, soweit ich weiß. So wie ich das hier noch in Erinnerung habe, gab es da noch ein bisschen was zu erledigen. So. Da wären wir. Oh, oben war jemand, genau. Yo, 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 was geht? Crane, ich bin Mort Norris. Vor dem Ausbruch habe ich im Rathaus gearbeitet. Fachbereich Modernisierung und Erhaltung der hydraulischen Infrastruktur. Ein ziemlich anspruchsvoller Job. Er fehlt mir inzwischen mehr als meine Kinder. Ah, okay. Aber du wolltest mich was fragen? Ja, ich sollte das Wasser hier in der Gegend wieder zum Laufen bringen. Aber das kann ich nicht, solange es hier von Untoten nur so wimmelt. Könnte ich dich überzeugen, das zu erledigen? Es wäre eine nette Geste, die sicherlich einige, wenn nicht Dutzende, zu schätzen wissen. Oh, was muss ich tun? Leite einfach den Fluss des Wassers um. Das ist alles. Es wäre eine Riesenhilfe. Und unser wunderschöner Brunnen würde dann wieder sprudeln. Ja, okay. Was muss ich dafür tun? Super. Großartig. Du musst nur zu diesen 3 Pumpstationen und die Ventile aktivieren. Hier, ich zeig dir, wo sie sind. Entwurf Wasser 2.0. Willst du handeln? Hatte der Junge nicht auch eine Mission? Ich könnte schwören, der Junge hatte auch eine Mission. Babams! So will ich das sehen. Oh, nehme ich mal alles mit.
Was nehme ich mir dann? So, ein bisschen mehr Damage. Ein bisschen mehr Damage, Damage, Damage. Okay, 3 Pumpstationen. Das ist auch eine unangenehme Quest. Gott sei Dank habe ich meinen geliebten super genialen Wurfhaken. Ohne den wäre ich nämlich tot. Ohne den würde ich ewig hier brauchen, um von A nach B zu kommen. Okay, wo müssen wir denn hin? Da rein. Weil ich weiß, dass der Junge da noch eine Mission hatte. Ich will euer Antizin nicht, obwohl eigentlich könnte ich es gut gebrauchen. Oh, snap. Oh, snap. Aber ich soll hier hin. Wie geht's? Hier tauchen? Lass doch los. Ne, hier komme ich nirgendwo durch. Okay, warte, 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 warte. Da oben geht's auch nirgendwo lang. Hier bekomme ich nur ein bisschen Loot. Hier drüben ist was offen. Hier ist auch wieder nur Dreck. Wie komme ich da nochmal hin? Warte, hier doch irgendwas? Ach, hier ist eine Tür. Schloss knacken unter Wasser. Einfach. Ja, gut. Das werden wir hinkriegen. Easy. Wenn du hier gar keinen Dietrich mehr hast und keine Dietriche mehr herstellen kannst, bist du eigentlich ziemlich am Po. Dann bist du ziemlich am Po. So. Hinter mir höre ich schon die Zombies, wie sie sich langsam wieder aufrappeln. Irgendwelche Geschäftsmänner im Gully unten. Was sie da wohl getrieben haben. Toll, eine Kiste. Weißt du, die ist so gut versteckt. Das ist eine normale, langweilige, Standard-Random-Kiste. Mit einem normalen, einfachen Schloss, einem mittleren Schloss. Wo wahrscheinlich wieder ein Tütchen Kaffee drin ist. Und maximal, wenn man Glück hat, eine grüne Waffe. Okay, wie komme ich hier nochmal raus? Oben, 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 oben. Alright. Och nö. Okay, hat ein bisschen gedauert. Es hat sie nicht mal getötet. Na, solange es kein Sprenger ist, was das hier auch nur wieder so eine mittlere Kiste. Die Kisten braucht halt echt niemand. Es ist halt wirklich einfach so. Keiner braucht diese Kisten hier. Bah! Finger weg. Wow! Jetzt aber... Lady! Ich will doch nur meine verdammte Machete reparieren. Ey, warte mal, ich habe eben repariert? Und die sind immer noch frisch, ne? Hat immer noch 4-mal repariert. Okay. Hat ihm nie aufgefallen, dass die Telefone hier Geräusche machen. Er hat keinen Kopf mehr, aber wirkt und röchelt vor sich hin. Geiler Typ. Absolut geiler Typ. Wait up. Ah. Ich wollte ganz kurz... Boah, ich habe ja gar keine Lebensenergie mehr. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, die ist erledigt.
Komm her. Okay, hier. Dann machen wir erst die hier. Ey, es gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. What's the problem? Du hast also Quantums Mutter gehört, plötzlich. Oh, nicht gut, aber wir haben Gott sei Dank dieses Baby hier. So, warte, wo ist Strom? Irgendwo ein Sicherungskasten? Den wir bearbeiten müssen? Hier ist ein Kabel. Moin! Ja, nicht gut. Dass jetzt wieder alles angeschissen kommt. So, Freunde. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Yada-Yada-Folge. Kleine Bewertung dalassen. Auf Wiedersehen und tschüss!